Euer Kalle, der hat natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, hat sich die Klötze abgeschwitzt und ist hier bis zu diesem Denkmal gelaufen. Und zwar ist das das Denkmal an, was meint ihr, liebe Leute? Raúl González. Kennt ihr? Die Schalker-Legende aus Spanien. Und wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, und zwar 2011 beim Pokalfinale in Berlin, da hat unser Raúl die Spanienfahne rumgewedelt, wo wir die Duisburger Krampen 5:0 geschrubbt haben. Da ist er genau im Stile eines Toreros aufgetreten. Und hier haben wir nochmal das Original gefunden und das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. In diesem Sinne wünsche ich noch alles Gute, Raúl. Bleib uns lange erhalten auf Schalke. Schieß noch viele Tore und mach uns zum deutschen Meister. Denn sonst hat es keiner verdient. Nur wir, die königsblauen Schalker. So Leute, hier haben wir mal ein paar Kollegen aus dem hohen Norden getroffen. Die Fischköppe hier vom HSV. Ne? Hör mal, ihr habt doch unseren Torwart. Ihr habt doch unseren Torwart, unseren ehemaligen, ne? Den Frank Rost. Den kennst du auch, oder? Wir mal. Ja, den hattet ihr, aber wie war dann mit denen zufrieden? Ich war sehr zufrieden mit ihm, aber seitdem der weg ist, geht es ja bergab beim HSV. Ja, wisst ihr, wenn die Legenden. Außerdem haben wir 12 Leute im Aufsichtsrat. Ja, wisst ihr mal. Das ist ja wie eine Behörde beim HSV. Also müsst ihr euch mal ein bisschen an uns orientieren, an den Schalker. Da wird mal locht, da werden ehrliche Tore geschossen und da wird richtig schöner Fußball gespielt. In diesem Sinne, vielen Dank. Aber schade, dass ihr den Mackert rausgeschmissen habt. Ja, gut, Felix Quelix, den holen wir irgendwann mal wieder und dann kommen wieder die Medizinbälle und dann. Werden die Rippen gebrochen? Ja, königsblaue Lau könnte man sagen. Obwohl hier steht ein nationales Erbe der Franzosen. Hier fand das EM-Finale 1984 statt. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich glaube, Platini hat 2 Buden geschossen. Guck mal, hier haben wir schon die ersten Fans. Was ist denn los? Kalle auf Schalke. Jawohl, Kalle auf Schalke. Tschüss. Jawohl, bis dann. Macht's gut. Haut rein, Leute. Ja, nicht nur Kalle auf Schalke, Kalle auch in Frankreich. Wobei stehen geblieben? Platini, die alte Knalltüte. Ja, die hat hier 2 Buden gemacht im EM-Finale gegen die Spanier, Italiener, ich weiß es nicht, ist ja egal. Wie sagt Lothar Matthäus immer, Mailand oder Madrid, scheißegal, Hauptsache Italien. Ja, der hat doch wirklich eine Pflaume, der Typ, oder? Also bei uns im Ruhrpott wird er nicht klarkommen, auch nicht lange überleben. Aber wir haben jetzt auch keine Zeit, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Avignon und vielleicht melden wir uns da mal. Bis denn, Leute, haut rein, Glück auf! Alter Schwede, Arsch voll, jawohl. Leute, hier ist euer Kalle wieder. Wir sind immer noch in Frankreich. Und wie ihr seht, hier zu Gedenken der Mexikaner habe ich hier euer Trikot angezogen, liebe Leute. Jetzt gehen wir mal gucken hier in der alten Schimmelbude. Was ist das denn hier? Da, auf da, das Ding. In dieser alten Schimmelkaschemme gucken wir jetzt mal, was hier los ist. Mexiko 1970, könnt ihr euch noch erinnern? Gerd Müller hat 2 Buden gegen England gemacht im Halbfinale. 4-3 haben wir gewonnen und haben die Inselaffen abgezogen. So, und jetzt gucken wir, was hier auf dem Flur los ist. Machen wir mal Licht an und dann geht's weiter, liebe Leute. Boah. Also das war ein Bierchen zu viel, aber drauf geschissen. Guck mal hier, das ist mein Bett. Da schlafe ich heute Nacht drauf. Alter Trotzteil. Scheißegal, hier sind wir beide Franzacken. Und jetzt gehen wir mal hier die Treppe runter. Das ist übrigens hier ein ganz nobler Bau von 1430. Das heißt, die Karre ist schon, weiß nicht, 500, 600 Jahre alt. Jetzt ist Licht aus. Ich schneide mal kurz und dann kommen wir wieder. Bis gleich, ihr Kalle. Mexiko, Mexiko, Mexiko. Ja, also hier sind wir jetzt wirklich in den heiligen Hallen. Scheiße, da fällt der Strom aus, liebe Leute. Und da unten guckt schon so eine Glatzbirne. Aber was soll's, warte mal, jetzt machen wir hier mal wieder an. Wir sind ja schließlich in Mitteleuropa und da gibt es natürlich Strom aus der Steckdose. Na, so muss das ja auch sein, wie bei uns im Ruhrpott. Wir haben das schließlich erfunden mit dem Strom, das wisst ihr. Wir haben ganz viele von diesen E.ONs und wie heißt die ganze Kacke da, weiß ich nicht, die den ganzen Strom da produzieren und von den Russen kriegen wir auch alles, von der Gazprom. Ne, die machen ja auch Werbung für die Schalker. Hallo Kollege, das war der Meister Propper hier, den kennt ihr, ne, aus der Werbung. Da, guck mal, da läuft er und der macht sogar das Frühstück für uns. Das ist ein dufter Kerl. Ja, guck, da ist er, jawohl. So, und jetzt wollen wir noch mal gucken, wer hier vorne ist. Hier ist es ganz dunkel. Ja, und hier sitzt keiner. Ja, ist natürlich schade, aber jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Bis gleich. Also hier, das ist ja wirklich eine Todessünde, liebe Leute. Kronenburg. Das ist Kacke aus Frankreich. Ja, ich meine, gut, wir sind zwar da, aber was willst du hier sonst saufen, ne? So, und hier haben wir unseren Meister Propper. Da ist er wieder. Jetzt haben wir eine kurze Frage. Kollege, nein, ist egal, Bier, hier, guck mal, das Zeug, das kennst du doch, ne? Gerstenwasser.
Bier. Wir wollen kaufen Bier für Geld. Ich sehe Bier. Ja. Warte nicht. Voll doch. Im Dorf, ja, okay, da müssen wir mal ins Dorf gehen. Wir sind zwar hier in der Stadt. Ja, wie heißt die Stadt hier nochmal? Avignon, ne? Avignon? Oui, Avignon. Avignon. Ja, also in Avignon sind wir und er hat kein Bier, müssen wir nochmal in das Dorf da reingehen. In diesem Sinne muss ich jetzt mal rufen, Attacke kennt er ja hier von Schalke, werde ich jetzt für euch nochmal und für unseren Kollegen hier, für Meister Propper, ja, ich bin ganz ruhig, mach ich ganz leise. Ah, Attacke! Hat sie irgendwie einen Furz, wenn ich aufs Klo gehe, aber ist auch scheißegal. Wir gehen jetzt nochmal ins Dorf, holen uns ein Bierchen und dann geben wir uns so richtig die Kante, Leute. Bis dann, euer Kalle aus dem Ruhrpott. Leute, ey, ich hab die Karre voll ohne Ende. Guckt euch mal an, hier. Ich kann nicht pennen. Diese scheiß Kiste da oben, die ist dermaßen laut, da kriegst du einen an der Appel. Echt. Was willst du machen? Guck mal, die Bettwäsche, die sieht hier in Frankreich aus, wie von meiner Oma hier die Handtücher zum Wäsche abtrocknen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und weil diese Karre da so beschissen laut ist, werde ich jetzt mal dagegen stimmen. In diesem Sinne.